Hallo bei Phil's Philosophy. Was bedeutet Sartres Satz, die Existenz geht der Essenz voraus? Sartre erläutert das zunächst mal an einem guten Beispiel. In seiner Schrift Der Existenzialismus ist ein Humanismus, heißt es über die atheistischen Existenzialisten, dazu rechnet er sich selbst, gemeinsam ist ihnen einfach die Tatsache, dass ihrer Ansicht nach die Existenz dem Wesen vorausgeht, also der Essenz. Wenn man einen produzierten Gegenstand betrachtet, zum Beispiel ein Buch oder einen Brieföffner, so wurde dieser Gegenstand von einem Handwerker hergestellt, der sich von einem Begriff hat anregen lassen. Man kann sich keinen Menschen vorstellen, der einen Brieföffner herstellte, ohne zu wissen, wozu der Gegenstand dienen wird. Wir sagen also, dass beim Brieföffner die Essenz, das Wesen, der Begriff, das heißt die Gesamtheit der Rezepte und der Eigenschaften, die es gestatten, ihn zu produzieren und zu definieren, all das geht der Existenz, nämlich dass er dann in die Welt kommt, indem er gemacht wird, voraus. Erst der Begriff, dann die Herstellung. Das ist ein gutes Beispiel. Wir müssen erst wissen, wozu der Brieföffner dient, wie er sein soll, das ist die Essenz, dann können wir ihn herstellen. Doch, so sagt Sartre, beim Menschen ist das anders. In der Tradition ging auch beim Menschen seine Essenz der Existenz voraus, aber dagegen stellt sich nun der atheistische Existenzialismus. So ist der Begriff des Menschen im Geiste Gottes, dem Begriff des Brieföffners im Geiste des Handwerkers, des Produzenten, vergleichbar. Und Gott schafft den Menschen gemäß einem Begriff, genauso wie der Handwerker einen Brieföffner gemäß einer Definition herstellt. So verwirklicht der individuelle Mensch einen bestimmten Begriff, der im göttlichen Verstand bereits vorhanden ist. Wenn sich der Mensch früher gefragt hat, wer soll ich sein? Dann lautete die Antwort sinngemäß, wie du von Gott gemeint bist. Du sollst deine Essenz, also dein Wesen, verwirklichen. Etwa, du sollst tun, was Gott mit dir vorhat, als Mensch überhaupt und dann auch als Individuum, als dass du geschaffen bist. Im Existenzialismus geht die Existenz der Essenz voraus und das hat jetzt mehrere Bedeutungen. Eine erste: Wir müssen selbst entscheiden, wer wir sein möchten. Der atheistische Existenzialismus erklärt, wenn Gott nicht existiert, so gibt es zumindest ein Wesen, bei dem die Existenz der Essenz vorausgeht. Ein Wesen, das existiert, bevor es durch irgendeinen Begriff definiert werden kann. Und dieses Wesen ist der Mensch. Was bedeutet hier, dass die Existenz der Essenz vorausgeht? Es bedeutet, dass der Mensch erst existiert, auf sich trifft, in die Welt eintritt und sich erst dann definiert. Er wird erst dann und er wird so sein, wie er sich geschaffen haben wird. Der Mensch ist nichts anderes als das, wozu er sich macht. Existenzialistisch gesehen findet sich der Mensch erst einmal existierend vor. Heidegger spricht davon, dass wir in die Existenz geworfen sind. Und dann entscheidet er darüber, wer er sein möchte, wofür er stehen möchte, wie er sich engagieren möchte und so weiter. Der Einwand könnte nun lauten, ist das nicht alles völlig beliebig, wenn man alles einfach selbst bestimmt? Und dazu jetzt die weiteren Bestimmungen 3.2 und 3.3. Im Existenzialismus geht die Existenz der Essenz voraus. Eine zweite Bedeutung: Wir haben die volle Verantwortung dafür, was wir sind oder wer wir sind. Wenn jedoch die Existenz wirklich dem Wesen vorausgeht, ist der Mensch für das, was er ist, verantwortlich. So besteht die erste Absicht des Existenzialismus darin, jeden Menschen in den Besitz seiner selbst zu bringen und ihm die totale Verantwortung aufzubürden. Der Mensch
und Ängsten zu folgen, um unsere Freiheit auf diese Weise endlich loszuwerden, um unsere Verantwortung auf diese Weise endlich loszuwerden. Dann, sagt Sartre, wäre auch diese Entscheidung eine freie Entscheidung, für die wir verantwortlich sind. Und deswegen kommen wir nicht zurück hinter die Freiheit, die uns die volle Verantwortung aufbürdet. Wir sind zur Freiheit verurteilt und sind daher verantwortlich dafür, wer wir sind oder was wir sind. Wir können auch sagen, für unsere Essenz. Und dann die dritte Bedeutung, keine Entschuldigung für ein ungelebtes Leben. Das ist auch nochmal eine Spezifizierung und eine Antwort auf die Frage, ist denn dann alles beliebig? Sartre schreibt weiter, hiernach können wir verstehen, warum unsere Lehre manchen Leuten Grauen einflößt. Oft kennen sie nur eine Weise, ihr Leid oder ihr Elend zu ertragen, nämlich zu denken, ach, die Umstände waren gegen mich. Ich war viel mehr wert, als aus mir dann schließlich wurde. Gewiss, ich erlebte keine große Liebe, doch das liegt daran, dass ich keinem Mann oder keiner Frau begegnet bin, die dessen würdig gewesen wären. Gewiss, ich habe keine sehr guten Bücher geschrieben, da mir die Muße dazu fehlte. In Wirklichkeit, sagt Sartre, gibt es für den Existenzialisten keine andere Liebe als jene, die tatsächlich und wirklich gelebt wird. Es gibt auch kein anderes Genie als das, was wirklich in existierenden Kunstwerken sich ausdrückt. Natürlich kann dieser Gedanke jemandem, dem sein Leben nicht geglückt ist, hart erscheinen. Doch andererseits macht er die Menschen bereit dafür zu verstehen, dass allein die Wirklichkeit zählt. Es ist, sagt Sartre, eine optimistische Härte, die man uns vorwirft. Freiheit im Existenzialismus zählt, was du aus deinem Leben machst und wofür du stehst, wofür du dich zum Beispiel engagierst. Frage dich mal, welche Aufgabe weichst du eventuell aus? Und dann ist nicht mehr alles ganz so beliebig, wie es vielleicht scheint. Das würde uns Sartre vielleicht raten. Löse dich von dem Gedanken der Tradition, dass du schon mit einer Essenz auf die Welt kommst, mit einem Wesen, einer Definition, wer du sein sollst. Geh stattdessen von deiner Existenz aus. Du findest dich vor, bist in das Leben und in die Welt geworfen. Was du bist, deine Essenz, dein Wesen, deine Definition, es kommt darauf an, was du aus deiner Existenz selbst machst. Du bist voll dafür verantwortlich, wer du sein möchtest und wer du wirst. Du kannst deine Freiheit nicht abwählen. Wenn du es tust, ist das auch wieder eine freie Entscheidung. Es gibt keine Entschuldigung für ein ungelebtes Leben. Zitat aus dieser Schrift von 1946-47. Der Mensch existiert nur in dem Maße, in dem er sich verwirklicht. Was bedeutet Sartres Satz, die Existenz geht der Essenz voraus? Ich habe versucht, das zu veranschaulichen. Ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.